Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gerne die Dinge umsetzt. Ich finde, wenn man eine gute Idee hat und dazu steht, dann sollte man es auch machen. Mein Name ist Julius Mörle, ich studiere am Campus Hamburg, habe vor 2 Jahren Ferdinand David gegründet. Wir wollen in den nächsten Jahren nicht nur Uhren machen, natürlich ist das unsere Kernidee und Leidenschaft. Unser Wunsch ist es halt wirklich, eine Marke aufzubauen, die nachhaltig und langfristig am Markt existieren kann. Der Weg dahin sieht so aus, ich bin aktuell noch im Studium, im 5. Semester BWL. Dieser Praxisbezug in der Lehre war mir sehr wichtig. Das war das, was ich gerne machen wollte und deswegen habe ich mich für die UE entschieden. Ich würde das einfach wirklich am liebsten so sagen, dass das ganze Studium als solches halt eben wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich in den einzelnen Semestern ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Kurs, der hieß Business Simulation, mit Businessplan erstellen, auf die Marktgegebenheiten achten. Oder etwas wie E-Commerce oder SEO, wo man dann halt sich anguckt, okay, wie vermarkte ich denn überhaupt so ein Produkt im Internet? Was muss ich beachten? Welche Tools gibt's? Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich nur wiederholen, dass das Gesamtpaket, so dieses gesamte Studium einfach ja wahnsinnig hilfreich ist. Mein Tipp wäre wirklich, dass man das auch annimmt, also diese Angebote, die man jetzt beispielsweise am Campus Hamburg bekommt, in Form von Vorlesungen, aber auch anderweitigen Veranstaltungen und Connection, die die Uni auch bietet. Das ist einfach ein extrem hoher Mehrwert, den wir hier geboten bekommen und man ist eigentlich schlau, wenn man es nutzt.